Hi Leute, Manuel, mein Name von der Netzwerker und wie immer direkt am Anfang meiner Videos ein Danke, dass ihr euch diese reinzieht. Ich werde heute über Alpha Cash sprechen. Bestimmt hat es der eine oder andere schon gehört, es wurde lange, lange, lange angekündigt, hat aber nicht so die großen Runden geschlagen, weil es nicht viele Informationen zu gab und jetzt ist das Ganze offiziell in der Beta gestartet, für den freien Markt zugänglich. Renditen werden noch nicht berechnet, die folgen erst ab dem 1.9. Ja? Investitionen sind schon möglich und ich verspreche mir sehr, sehr viel von diesem Projekt. Für mich hat dieses Projekt verdammt viel Potenzial, weil es ein absolutes Long-Term-Projekt ist und dementsprechend, weil es einfach sehr, sehr viele Funktionen, sehr, sehr viele gute Sachen von anderen Projekten einfach vereint und einfach ein Projekt daraus macht. Und ich verspreche mir sehr viel davon. Deshalb dachte ich, zeige ich euch das mal. Alpha Cash fängt schon ganz anders an als alle anderen Projekte eigentlich. Sowas kenne ich gar nicht von High-Yield-Investment-Programmen. Alpha Cash bietet keinen Ref-Link oder Affiliate-Link an. Und das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig eigentlich. Das Ganze funktioniert nur über einen persönlichen Einladungscode. Und der darf, und das muss man extra erwähnen, der darf nicht öffentlich gepostet werden. Die wollen hier Qualität anstatt Quantität. Die wollen kleine, gute Teams anstatt große, schlechte Teams auf gut Deutsch. Vielleicht wehrt man so auch ganz viele Supportanfragen ab. Denn man kann sich hier nur registrieren, indem man sich ganz bewusst mit dem Projekt auseinandergesetzt hat, indem man sich ganz bewusst mit seiner Upline, mit seinem Sponsor in Verbindung gesetzt hat, vielleicht mit dem direkt vorab Fragen geklärt hat und dann eben sich ganz bewusst entschieden hat, damit einzusteigen. Ist ein völlig anderer Weg, mal gucken, wie das ankommt. Sehr selbstbewusst von Alpha Cash, wie ich finde. Und warum macht es das, oder warum ist das Projekt für mich so besonders? Warum hebt sich das Ganze von den anderen Projekten ab? Das erste habe ich schon genannt, ja, wie sich das ganze Ding vermarkten soll. Dann möchte ich einfach, oder ich erzähle euch einfach mal so ein paar Eigenschaften auf, bevor wir jetzt das Ganze Stück für Stück durchgehen. Alpha Cash bietet eine Investitionsmöglichkeit, Kate, an in Dollar, Bitcoin, Ethereum, okay, und jetzt kommt es in Ripple, Monero und Litecoin. Und das vermisst man von sehr, oder das vermisst man eigentlich von anderen Projekten, denn die meisten konzentrieren sich auf Bitcoin und Ethereum. Und hier kann man noch seine Ripple, Monero oder Litecoins vermehren, was ich schon ziemlich cool finde. Das zweite coole Ding ist, dass Alpha Cash das Ganze nicht in Dollar umrechnet, sondern so belässt. Ja? Es ist also ein echtes Ethereum-Investment, es ist ein echtes Monero-Investment. Und hier profitiere ich also auch von der Kurssteigerung, wenn ich davon ausgehe, dass sich der Kurs in den nächsten paar Monaten steigert. Also da wird nichts umgerechnet in Dollars. Ja? Dann profitiere ich natürlich auch, weil es das gibt, von einer Auto-Reinvest-Funktion. Und ich bin ein Verfechter solcher Dinge. Ich mag sowas, weil ich selbst erlebt habe, wie schnell das Kapital wächst, wenn man dem Projekt ein paar Monate vertraut und auf volles Risiko geht. Dann kann man sich mit einer sehr kleinen Summe, kann man sich da sehr, sehr viel erarbeiten. Und Alpha Cash befindet sich in der Beta-Phase, deshalb bin ich hier direkt mal ganz groß rein mit 6 Ether, habe Auto-Reinvest auf voll und gucke einfach mal, was bei rumkommt. Die dritte oder das nächste coole Ding ist, dass du hier jederzeit dein Investment auszahlen kannst. Nach 90 Tagen ohne Gebühr, in den ersten 30 Tagen zahlst du 50% Gebühr, in den nächsten 30 Tagen zahlst du 25%. Und nach 3 Monaten kannst du dein Investment kostenfrei wieder rausholen. Ja, also ich denke, da macht keiner was falsch dann. Oder das ist meine Einschätzung jetzt für die nächste Zeit. Was gibt es noch? Alpha Cash wird einen Exchange Service anbieten. Das heißt also, du kannst in Dollar einzahlen und kannst dann eben direkt über Alpha Cash Bitcoins, Ethereum, Ripple, Monero oder Litecoins kaufen. Du kannst aber auch, und das ist noch eine coole Eigenschaft, du kannst, wenn du in Ethereum eingezahlt hast, investiert hast, kannst du deine ruhenden Coins, kannst du dem Exchange Service anbieten. Also du kannst sagen, ich habe 5 Ethereum, die kann der Exchanger gerne verwenden, ja, damit andere Leute sich die tauschen können. Und dann kriegst du daraufhin noch eine Verzinsung obendrauf. Also
ganz coole Eigenschaften, dass das Ding hier mit sich bringt. Dann wird eine eigene Kreditkarte wohl kommen, ja, wobei so ein Thema natürlich immer ein bisschen skeptisch zu betrachten ist. Bisher sind mir sehr, sehr, sehr wenige Unternehmen bekannt, die sowas auch letztendlich rausgebracht haben. Angekündigt haben sie es irgendwie alle mal. Aber sollte das hier kommen, ist es ein cooles Future, weil du dann hier natürlich ein Multi-Krypto-Wallet hast, das für dich täglich arbeitet, ja, das für dich täglich Geld erwirtschaftet und du natürlich deine Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero oder Litecoins direkt über deine Debitkarte rauslassen kannst oder vielleicht sogar direkt damit irgendwo bezahlen kannst. Also, das sind für mich so Eigenschaften, die das Ganze sehr, sehr einzigartig machen, die sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringen. Und ich denke, Alpha Cash wird auf jeden Fall, meine Einschätzung, ja, auf jeden Fall ist ja immer schwierig, aber meine Einschätzung, das wird ein relativ sicheres Ding für die nächste Zeit. Ja, das ist so wie ich das Ding einschätze. So, es wird einen Sicherungsfonds geben. Wie dieser sich ausgestaltet, ist noch nicht bekannt. Wie erwähnt, das ganze Ding befindet sich in der Beta-Phase. Da wird sich noch einiges verändern. Die Website, die sieht so aus. Die ist jetzt schon sehr ausführlich. Ups. Aktuell leider nur auf Russisch verfügbar. Aber jetzt schon sehr, sehr ausführlich. Und sehr informativ, sehr informationsreich. Du kannst hier deine Renditen ausrechnen, etc. pp. Ja. Es soll wohl schon erste Partnerbüros geben. Und wenn du mal googelst nach Alpha Cash, was ich auch spannend finde, weil du das sowas zumindest mal in der Beta-Phase bei diversen Projekten eigentlich nicht so findest. Aber wenn du mal googelst, dann findest du schon Bilder zu irgendwelchen Offline-Veranstaltungen von Alpha Cash. Ja. Hier zum Beispiel. Oder hier, da wird Alpha Cash schon offline vermarktet. Und Alpha Cash selbst schreibt oder sagt, dass sie bereits Partnerbüros haben. Ich meine in Weißrussland und Kasachstan. Und es könnte eins dieser Büros sein. Ja? Offizielle Büros sind wohl auch bekannt oder sind wohl auch vorhanden in Russland und der Ukraine, meine ich. So. Aber da bin ich noch gar nicht richtig drauf eingegangen, weil, wie gesagt, das ganze Ding sich auch erst in der Beta-Phase befindet und da sich noch einiges verändern wird auf der Website und das ganze Ding ist noch sehr schlecht übersetzt. Ich habe den Google Chrome Browser benutzt, ja, der mir das automatisch aufs Deutsche oder ins Deutsche übersetzt. Aber das Ganze ist auch noch nicht so schön. Ja, das ist, wie gesagt, vom Google Chrome Browser. Also, hier siehst du das Backoffice. Ich habe hier schon 6 Ether investiert. Wie du siehst, das entspricht aktuell einem Gegenwert von 1.900 Dollar ungefähr. Das Ganze wird nicht umgerechnet, das bleibt in Ether. Das ist Partner, das ist Backoffice hier. Zwei Leute habe ich schon eingeladen. Und so sieht das ganze Ding hier aus. Ja? Da wird noch einiges sich verändern. Das ganze Ding wird noch natürlich übersetzt werden. Aber mir macht das Backoffice schon jetzt richtig Bock da drauf. Und ich freue mich auf die Zeit mit Alpha Cash. Ich stecke da sehr viel Vertrauen rein, weil es einfach durch die Erfahrung mit der Zeit, die ich gesammelt habe, da hat man sehr viel Arbeit reingesteckt in dieses Projekt. Das sieht man schon im Backoffice, das sieht man, wie das Ganze hier aufgebaut ist, das sieht man an der Website. Auch wenn sie leider die Whois-Einträge verschleiern, auch wenn es leider keine Nachweise gibt, ob sie wirklich traden oder nicht. Wirkt es für mich sehr vielversprechend. Ja. Okay, also so ein paar Infos zu Alpha Cash. Die allgemeinen Dinge eben hier, das Investmentangebot an sich. Du investierst, alle investieren in denselben Plan. Ja? Das ganze Ding läuft 360 Tage oder bis maximal eine Nettorendite erreicht wurde von 200%. Ja? Also entweder 360 Tage. Der Worst Case wäre jeden Monat 10%, dann hast du deine 200% Rendite nie erreicht, aber irgendwann mal deine 360 Tage, dann läufst du eben mit einer Nettorendite von 120% raus, weil deine Investition kriegst du immer zurück. Ja? Und wenn der Worst Case eintritt, 10%, 120% netto, also in einem Jahr dann im Worst Case die 120%. Im Idealfall hast du natürlich 20% und dann läuft dein Investment vorher aus, weil du vorher die 200% Rendite erreichst.
Du kannst deine Währung durch den Exchanger wöchentlich auszahlen und kannst sie natürlich wechseln, Dollars in Monero, Dollars in Bitcoin oder andersrum, wie du möchtest, und zahlst es dir jeweils in dieser Währung aus. Es wird einen Sicherungsfonds geben. Wie dieser sich ausgestaltet, ist noch nicht bekannt. Da werden die überschüssigen Gewinne, die Alpha Cash im Monat macht, werden dort reingepackt, damit für die nächsten Monate dann die Investitionen von den Investoren sichergestellt werden. Ja, aber dazu gibt es noch keine Infos. Wie gesagt, zur Debitkarte gibt es auch noch nicht viel. Und zum Partnerprogramm, das sprechen wir einfach mal kurz an, gehen das ganz grob durch. Das kann sich jeder selber durchlesen dann. Ich melde mich nicht in einem Projekt an aufgrund des Partnerprogramms. Ich denke, das wäre der falsche Weg. Ja, ein Partnerprogramm ist für mich immer so ein gutes Bonbon obendrauf. Ich lese es mir einmal durch und habe es entweder verstanden oder nicht, aber ich beschäftige mich nicht wirklich damit. So, damit es jeder mal gehört hat, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt die Beginnerstufe, da fangen wir an, dann sind wir berechtigt, in der ersten Ebene und in der zweiten Ebene zu profitieren. Und wir profitieren auf zwei Arten und Weisen, einmal von den Einlagen der Partner und einmal von den Renditen der Partner. Als Beginner kriege ich 5 und 3%, also 5 in der ersten Ebene, 3% in der zweiten Ebene auf die Einlagen und 3 und 2% auf die Renditen meiner Partner. Das Ganze kann ich mir freischalten bis zur fünften Ebene. Hat natürlich Voraussetzungen und auch Auszahlungslimit. Co-Founder werde ich zum Beispiel mit einem Downline-Umsatz von 1 Million und oder, das weiß ich nicht, ja, einen eigenen Umsatz, einem eigenen Invest von $15.000. Also und oder, das ist mir noch nicht bekannt. Ja. Und als Co-Founder hätte ich dann ein Zahlungslimit von 20.000 Dollar im Monat oder in der Woche, das ist auch noch nicht so durchgesickert, und Auszahlungslimits von 10.000 Dollar in der Woche oder im Monat. Die Infos packe ich euch dann noch hier dazu. Wenn ich zum Beispiel Co-Founder bin, dann kriege ich einen einmaligen Bonus von 25.000 und einen Investmentbonus von bis zu 20% noch obendrauf auf die eigentliche Rendite, die ich eh schon bekomme. Also kann ich mir hier was ganz Großes, was ganz Gutes aufbauen. Die Auszahlungen werden einmal in der Woche stattfinden und werden manuell gemacht. Das Ganze dauert dann so 2 bis 5 Arbeitstage. Und das waren jetzt so mal ganz grob die Eigenschaften von Alpha Cash. Ja? Und wie am Anfang erwähnt, es gibt kein Reflink. Das Ganze funktioniert nur über eine persönliche Einladung. Das Ganze befindet sich aktuell noch in der Beta. Die Renditen laufen ab dem 1.9. Und dann wird das Ganze losgehen. Offline-Veranstaltungen gibt es schon. Es gibt auch relativ professionelles Marketingmaterial, so wie wir es von Resonanz Capital kennen. Ich zeige es euch jetzt nicht, weil es alles auf Russisch ist, aber das wird wohl auch ein ganz großes Ding werden. Also so wie es aktuell einfach angekündigt ist, das, was so an Informationen rumschwirrt, wird Alpha Cash eine ganz große Hausnummer sein. Ich habe es jetzt mal mit ganz viel Vertrauensvorschuss in die Top-Projekte gepackt. Ich habe mit ganz viel Vertrauensvorschuss mal mit 6 Ether angefangen. Ihr habt es selbst gesehen im Backoffice, ja, dass ich 6 Ether reingepackt habe. Und als ich die investiert habe am 22., waren die noch 1860 Dollar wert. Ja? Und vorhin habt ihr gesehen, dass ein Ether, ich weiß nicht, wo es stand, aktuell einen Wert hat von 1929 Dollar. Das heißt, hier hat noch gar nichts, hier ist noch gar nichts gemacht worden. Und ich habe jetzt einfach mal nur vom Kursanstieg profitiert, weil das Ganze hier nicht umgerechnet wird. Ja? Das bleibt also so. Also habe ich nichts verloren, weil ich da jetzt schon vorzeitig rein bin, zum Beispiel. So, das war's. Mehr gibt's nicht, ja? Das sind die Informationen, die es aktuell gibt. Wenn ihr Infos braucht, dann kontaktiert mich einfach und wir sprechen darüber. Hier habt ihr ein paar Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Alpha Cash. Ich denke, ich schätze es so ein, das wird ein ganz vielversprechendes Projekt werden und ich freue mich auf die Zeit damit, bis alles auch richtig läuft, bis alles richtig schön übersetzt wurde, auf die ganzen Updates im Backoffice und das Ganze drumherum. Wenn es euch zusagt, viel Spaß damit. Euer der Netzwerker, macht's gut, ciao.